Ja, hallo, liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken. Hier spricht eure Transjulia, spirituelle Anarchistin. Und heute komme ich mal zum Thema, ja, wo ich ziemlich einen schweren Tiefschlag bekommen habe, aber natürlich auch eine positive Nachricht. Und ja, das, ich tue, es ist, glaube ich, das schwierigste Video ever, muss ich sagen. Also ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich dieses Video machen möchte, weil es ist ja wirklich so eine seelische, schwere seelische Belastung für mich, ja. Also, ich war in einer toxischen Beziehung, ja, mit einer Cis-Frau oder man kann sagen mit einer biologischen Frau, aber ich habe immer gesagt, bei einer Beziehung spielt das Geschlecht oder ja, egal ob trans, divers, männlich, weiblich, spielt für mich keine Rolle. Hauptsache Charakter stimmt oder halt einfach, das, ja, es passt einfach, ja. Und auf jeden Fall, sie hat, ja, der Beziehung auf jeden Fall, was alles passiert ist, sie hat meine Sachen zerstört. Schuhe, bei meinem Fahrrad Ventil rausgerissen, ja. Sie hat mich übelst beleidigt, mir sogar mit Mord droht und dann hat sie mir die Psychiatrie auf den Hals gehetzt, wollte mir in die Psychiatrie schicken, ja. Und jetzt läuft sogar eine Anzeige gegen mich wegen angeblich schwerer Körperverletzung, versuchte schwerer Körperverletzung. Die ganze Geschichte, wenn euch das interessiert, schaut das Video bitte zu Ende an, ja. Und dann kommen wir mal zu der Geschichte. Dabei muss ich sagen, es geht bei der Geschichte eigentlich um drei Personen, nämlich die Ex, mit der ich zusammen war, ja, mein angeblich bester Freund, der jetzt auch dadurch auch sein wahres Gesicht gezeigt hat, und mich eigentlich als Opfer, wenn man so will, ja. Die zwei, also mein angeblich bester Freund und mein Ex, haben einen Eifersuchtskrieg auf meinem Rücken ausgetragen, auf Kosten meiner Seele, ja. Und ja, jetzt ist die Frage, wie ging das eigentlich alles los? Also, ich habe, also die Ex-Frau, ich nenne es jetzt mal M-Punkt, habe ich schon länger kannt als Freundin, ja, hier in Ulm. Und auf jeden Fall ging es halt so los, dass sie mir ihre Liebe gestanden hat, ja. Sie war aber vorher noch mit jemand anders zusammen, aber sie hat gesagt, sie liebt die Person nicht mehr und kann, sie will sowieso Schluss machen. Und sie hat halt so mehrmals ihre Liebe mir gestanden, ne? Und dann habe ich das ja erstmal abgelehnt, weil ich war jetzt erstmal eigentlich auf der Suche nach männlichen Partner. Also das war jetzt für mich eigentlich so männlicher Partner oder Transfrau, habe ich mir gedacht, mal Erfahrungen machen, weil mit einer cis- bzw. biologischen Frau, das habe ich ja schon hinter mir, das habe ich ja schon gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall, dann hat, auf jeden Fall war es dann halt so, ich habe mehrere Korbe gekriegt, ne? Also auch mit Männern schlechte Erfahrungen gemacht, was ich aus dem Internet kennengelernt habe. Also man hat gesehen, also bei den Männern war es halt so, dass die immer, also immer so auf Sex aus waren, ja, und eigentlich kein so Interesse gehabt haben auf einer richtigen Beziehung. Auf jeden Fall habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht und dann habe ich gedacht, gehe dann zu der M-Punkt. Da kann ich auch keinen Korb kriegen, ja. Weil ich finde auch so einen Korb zu bekommen, finde ich auch vom Seelischen her auch für mich sehr belastend. Also ich tue jetzt vielleicht einmal das untere Drittel mal kurz mal wieder ausschalten. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr belastend. Also ich komme da immer so in ein tiefes schwarzes Loch, seelisch, ne? Auf jeden Fall hat sich es dann so begeben, dass ich dann mit der M-Punkt, ja, gesagt habe, okay, wir können es ja mal miteinander versuchen. Was mich bei ihr beeindruckt hat, war auch ihre Körpergröße. Also sie ist also 2 Zentimeter größer als ich. Also ich bin jetzt so 1,79 und sie ist so 1,81, also ich habe da schon ein bisschen so hoch geschaut und so. Und das hat mich eigentlich schon ziemlich fasziniert, ja. Und das war auch so eine Schulter, wo ich mir jetzt, so starke Schulter, wo ich mich habe anlehnen können, ja. Und auf jeden Fall war am Anfang das alles ganz gut, so, also soweit. Was ich dann gemerkt habe,
dass mein Freund da, mein angeblich bester Freund, ja gut, ich kann dir den Namen sagen, ich kenne sie nicht, Stefan, dann jeden Tag in Ulm war. Na? Und bei ihm war es auch schon immer das Problem, dass er neidisch war. Also muss ich sagen, eigentlich der beste Freund, was man haben kann, nur in einem Punkt, wenn es um Beziehungen gegangen ist, hat er immer, wenn er jetzt keine Partnerin gehabt hat, anderen die Beziehung missgönnt. Na? Da gab es schon mal Streit mit ihm. Na? Und diese Art und Weise konnte er nicht ablegen. Also so nach dem Motto, wenn ich niemand habe, soll auch kein anderer jemanden glücklich in der Beziehung haben. Das hat sich dann immer so ausgedrückt, dass er dann immer gegen die Beziehung dann alles schlecht geredet hat. Na? Und dann immer mit der Lösung kommt, mach doch gleich Schluss, das hat ja keinen Sinn. Und genauso war es dann so, als ich mit der M-Punkt dann zusammen war, ist er plötzlich dann immer in Ulm da gewesen, obwohl er immer gesagt hat, er hat kein, so normal immer nettes Geld gehabt, immer nach unten zu kommen, aber komischerweise da war er dann jeden Tag da. Und es ging ja so, also Mitte August ging die Beziehung los, ne? Und auf jeden Fall hat es dann Probleme gegeben mit meiner Partnerin. Ja, also der Konflikt ging quasi mit meiner Partnerin versus mein angeblich bester Freund. Ne? Ich habe versucht, beide unter einen Hut zu bringen, was mir langfristig nicht gelungen ist. Also ich habe mich dann zum Beispiel mit meinem Freund getroffen, ein paar Stunden, und wollte halt danach dann mit meiner Freundin was machen. Die hat es mitbekommen, ja. Frauen haben auch so einen sechsten Sinn, die haben so eine Intuition und so weiter. Und die hat es auch gleich gespürt, was mit dem Stefan los ist, na? Dass er neidisch ist und uns die Beziehung quasi missgönnt, na? Auf jeden Fall, mein angeblich bester Freund hat immer gesagt, ja, aber du kennst die doch gar nicht, was willst du mit der? Und habe ich gesagt, hey, ich kenne die schon als Freundin. Was, also, der hat von vornherein sie schlecht gemacht, obwohl die M-Punkt noch gar nichts Böses getan hat. Das muss man sich mal vorstellen. Auf jeden Fall hat es dann mordsmäßig Krach gegeben. Ja, und sie hat dann ja, mir dann Vorhaltungen gemacht, es kam zum Streit. Na? Da habe ich ja gesagt, du kannst mir mein bester Freund nicht verbieten und so weiter. Und da hat es dann schon gekracht. Also, dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Also, sie hat mich zum Beispiel dann immer als langhaarigen Mann angesehen, wobei ich sage, ich bin eine Transfrau, das habe ich mir immer wieder erklärt. Die hat auch damit Probleme gehabt, dass ich die Hormone nehme. Also, da hat es dann schon knistert und auf jeden Fall ging es dann da schon auseinander. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir dann aber trotzdem noch telefoniert und so. Und später haben wir uns dann wieder versöhnt. Na? Ich habe halt auch gedacht, dass es sich vielleicht ändern würde. Ja, also das war dann schon das erste Mal, wo dann aus war. Und dann waren wir einfach schon mal ein paar Tage zusammen. Und mein angeblich bester Freund hat dann immer wieder, wenn ich dann was, mal was erzählt habe, wo es Probleme gab, dann hat er das aufgesogen wie ein Schwamm, umgewandelt und dann gesagt, siehst, die passt gar nicht zu dir, also mach doch gleich Schluss und so weiter. Na? Und also ihr seht schon, ja, also beide Seiten, also sowohl mein angeblich bester Freund sowie auch sie, na, haben einen Krieg geführt und waren eigentlich beide diese negativen, wie nennt man das, Antagonisten oder wie, ja, in diesem Spiel. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass sie, auf jeden Fall, wir haben uns dann mordsmäßig gestritten. Wir hatten schon Verlobung, wir wollten ja eigentlich, sie wollte dann echt, wir waren schon so verliebt und wie gesagt, Liebe macht blind, ne? Und das war natürlich auch schon ein bisschen dumm, aber wie gesagt, man ist halt verliebt und so. Und wir haben uns sogar schon die Verlobung verlobt, wir wollten uns verloben, Verlobungsring und so weiter, hat sie mir schon, also haben wir uns schon angesteckt und so. Und wo es dann so kracht hat, ne? Also auch wegen dem Stefan und wegen der Hormone ging es, ja. Dann haben wir uns dann, und ein paar andere sagen, wir haben uns dann auf jeden Fall so verkracht, dass sie mir den Verlobungsring hingeschmissen hat, ich ihr. Und das war dann schon der zweite Krach, ne? Also schon zweimal, also der zweite Mal auseinander quasi. Und ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, ne? Sie hatte quasi hier in der WG quasi übernachtet gehabt und dann hat sie am nächsten, also das war dann, ja, auf jeden Fall, da kam mir noch was dazu, ja, das habe ich noch vergessen. Das war ja dann der Tag meiner Personenstandsänderung. Ja,
Also wo ich dann am nächsten Tag habe ich dann die Personenstandsänderung gehabt, also bei Gericht, um da meinen Namen von Jürgen auf Julia zu ändern und meinen Personenstand also von männlich auf weiblich nach dem transsexuellen Gesetz. Da habe ich den Gerichtstermin gehabt. Und wie gesagt, und wir wollten, haben uns da schon verstritten und auf jeden Fall ist sie dann raus und ich habe sie halt springen lassen und dachte, ich muss am nächsten Tag raus, früh raus. War vielleicht auch ein Fehler von mir, war vielleicht ein bisschen Unglück. Auf jeden Fall war dann am nächsten Tag, waren dann Sachen von mir kaputt, na, Schuhe kaputt. Sie hat beim Fahrrad, wo draußen gestanden ist, das Ventil im Vorderrad rausgerissen, ja, und hat noch ein paar andere Sachen zerstört. Ja, auf jeden Fall, dann war halt ein Zeitlang Schluss, na, klar. Und dann hin und her und wie gesagt, also irgendwann nach einer gewissen Zeit habe ich halt dann doch wieder verziehen. Ja. Aber davor noch kam noch dann der Vorfall, dass der Stefan bei mir zu Besuch war und wir haben dann am Computer hat er hier also quasi gezockt, na, und da hinten im Bett, wo ihr das jetzt seht, war ich drin gelegen, na, und wir haben uns so unterhalten. Ja. Er war halt zu Besuch da. Auf einmal klingelt es an der Tür. Ja, ich dachte, was ist jetzt los? Ja. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie vor der Tür steht. Da, vielleicht mit ein paar Kumpels und will Probleme machen oder was. Na, war schon mal drauf aufgestellt. Dann mache ich die Tür auf. Dann denke ich, sie nicht recht. Stehen draußen Weißkittel vom ASB und die Polizei. Na. Dann habe ich mir gedacht, habe ich dann bin ich, habe ich also die Tür aufgemacht und einer von diesen Weißkitteln sagt plötzlich zu mir: Sind Sie die Frau Julia Braun? Da habe ich gesagt: Ja, was ist los? Und dann haben sie gesagt: Ja, geht's Ihnen gut? Und dann habe ich gleich gewusst, was Sache ist. Dann habe ich gesagt: Mir geht's gut und ich habe auch nicht vor, mich umzubringen. Na? Also, ich habe nicht vor, mich Selbstmord zu machen. Ja, wir haben da einen Anruf gekriegt, da habe ich gesagt, ich weiß ganz genau, von dem Anruf kommt, von wem der Anruf kommt. Das war nämlich mein Ex, ja. Und es war eine Racheaktion von meiner Ex, weil ich Schluss gemacht habe. Dann habe ich das Band abspielen lassen, wo sie mich übelst beleidigt hat und bedroht hat. Und da war dann für die Polizei alles klar. Und dann hat sie eine Anzeige gekriegt wegen Notrufmissbrauch, ja. Später ist das dann eingestellt worden. Auf jeden Fall. Dann verging wieder eine Zeit so, na? Und sie kam halt wieder und hat sich entschuldigt und was weiß ich und sie wird sich ändern und so weiter. Und ich weiß auch nicht, was mit mir los war, aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie war mir so, es käme mich nicht von ihr weg. Also das war irgendwie so ein bisschen das Ding, ne? Dann war ja schon Weihnachten, da kam ja dann Weihnachten. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich mich halt mit ihr wieder versöhnt. Sie hat sich gesagt, sie tut sie leid und so weiter. Ich habe auf meinen Jesus blickt, na, und habe gedacht, okay, man soll ja immer verzeihen, na, man soll ja eigentlich immer verzeihen. Und ich habe es ja auch als Herausforderung gesehen. Ich habe auch diese M-Punkt, also mein Ex, als Herausforderung gesehen. So, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt die Herausforderung an und ich ändere sie. Na. Weil, ich wusste nicht, ob irgendwas Besseres nachkommt. Und dann kam es an Weihnachten so, dann war es ja so, dass an Weihnachten und an Silvester war immer mein Freund Stefan da, der war halt eingeladen. Ne? Und so wäre es auch dieses Jahr gewesen. Und dann hat sich das überschnitten mit ihr, weil sie wollte dann an Heiligabend mit mir alleine verbringen. So, dann habe ich ja gesagt, jetzt habe ich den Stefan schon eingeladen, komm halt auch mit dazu. Nein! Sie hasst den Stefan, der ist gegen unsere Beziehung und der ist nur neidisch und ich sitze nicht mit dem an den Tisch. Und normalerweise sollten Partner an Weihnachten zusammen feiern. Ja, so. Also hat es schon wieder Krach gegeben. Ne? Wegen Weihnachten und Silvester. Und jetzt wollt ihr es nicht glauben, jetzt seit dieser Zeit. Man kann sagen, bis Mitte August, bis Ende des Jahres 2021 war ich sage und schreibe mit dieser Frau siebenmal zusammen und wieder auseinander. Und jetzt sind wir auseinander. Ja. Jetzt sind wir auseinander.
Und das Krasse war aber dann, mit meinem angeblichen Freund Stefan, dass ich folgende Idee gehabt habe. Ich versuch's noch ein letztes Mal mit der M-Punkt, mit meiner Ex. Wir machen eine Paartherapie. Ja? Wir gehen zur Paartherapie. Das ist mal die erste Bedingung. Ja? Zweite Bedingung wäre gewesen, wir gehen irgendwo in einen heiligen Ort, weil sie ist ja christlich. Ja? Wir gehen in die Kirche. Also ich bin jetzt nicht christlich, aber ich bin spirituell und auch meine Wurzeln sind christlich, aber wir schwören uns bei allem, was uns heilig ist, bei Gott, na, dass wir uns immer Ehrlichkeit geloben. Wir gehen zur Paartherapie und wir machen einen runden Tisch mit mir, mit Stefan und mit meiner Ex. Und jetzt war der Hammer, dass sie diesem runden Tisch quasi dieser Aussprache zugestimmt hat. Aber der Stefan, mein angeblich bester Freund, der Schwanz einzogen hat. Ja. Sie hat ein bisschen Bedingungen gestellt, der soll mir halt nicht zu nahe kommen, wenn er das den Läuse überspringen will, klar. Ich meine, sie ist auch keine gute, na? Aber sie war wenigstens bereit, an der Aussprache teilzunehmen. Und das war der Stefan nicht so. Und dann habe ich gesagt, lieber Freund Stefan, unsere Freundschaft ist nunmehr beendet. So, das war's gewesen. Bei so einem rückgratlosen Feigling brauche ich nicht als Freund. Ja? Ihr habt euren Krieg auf meinen Buckel ausgeführt, einen eifersüchtigen Krieg, einen Eifersuchtskrieg auf meine Kosten. Ja? Und so geht's nicht. So geht's nicht. Ja. Und auf jeden Fall kam es ja noch zum Vorfall mit meiner Ex, ja. Und dann war es ja so, dass ich habe eigentlich gemeint, dass wir uns irgendwie versöhnt haben. Dann bin ich mal zu ihr hin. Da war ihre Freundin dabei gestanden. Da wollte ich wissen, warum mit uns aus, warum es aus war. Da habe ich ja halt gesagt, weil sie öfters schon gelogen hat, ja genau das habe ich ihr noch gar nicht erzählt. Sie hat mich oft angelogen, ja. Aber ich bin ja aber immer wieder auf Schliche gegangen. Bloß jedes Mal, wenn sie mich angelogen hat, war es wie für mich wie ein Stich ins Herz. Und dann ihre krankhafte Eifersucht, ja. Und auch die ganzen anderen Böcke, was er auch so abgeschossen hat. Auf jeden Fall habe ich es nur erzählt. Dann hat sie mich übelst beschimpft und beleidigt, ich soll mich verpissen. Und am Handy hat sie mich dann noch übelst beleidigt und ja, auf jeden Fall hat sie dann auch meine Mutter angegriffen, ja. Und dabei sowas verstehe ich halt keinen Spaß. Auf jeden Fall bin ich dann auch ausgerastet, sag ich jetzt mal so, ja. Hab mich auch ein Stück weit auf ihr Niveau eingelassen, aber ich habe weder irgendwas von ihr kaputt gemacht, noch habe ich sie irgendwie, jetzt sagen wir mal, körperlich irgendwie angegriffen oder so. Auf jeden Fall, wo dann die Auseinandersetzung war, ja. Wobei ich jetzt auch nicht genau auf die Details eingehen will. Ja, ich habe dann auch schon was getrunken gehabt. Und wie gesagt, sie hat mir ja meine Mutter also angegriffen. Da bin ich dann, hat bei mir auch was ausgelöst. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht übergriffig geworden in dem Sinn, dass ich Körperverletzung begangen hätte oder dass ich ja irgendwas von ihr zerstört hätte. Ja. Aber sie hat dann behauptet, ich hätte einen Stein genommen und einen Stein auf sie geworfen. Ja. Und das ist aus laut Gesetz der Versuch, also quasi versuchte schwere Körperverletzung. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier gerade beim Kochen, dann kommt plötzlich die Polizei, also quasi ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, da kommen plötzlich irgendwie Leute runter und ich habe mir gerade was in der Pfanne, wollte mir gerade was in der Pfanne anbraten. Ja, guten Tag, sind Sie die Julia Braun? Na, sag ich, ja, was ist los? Ja, gegen Sie liegt Anzeige vor. Ich drehe mich um, boah, Polizei, ja, was ist jetzt los? Na? Dann habe ich gesagt, okay, ich schalte schnell die Pfanne aus. Na? Und also die Herdplatte. Und dann gehen wir ins Wohnzimmer. Dann kann ich das alles erklären. Ja.
Auf jeden Fall haben die hat erklärt, dass gegen mich eine Anzeige vorliegt wegen schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Körperverletzung. Und habe ich gesagt, wissen Sie was? Dann spiele ich Ihnen mal was vor, was sie jetzt heute auf meine Mailbox gesprochen hat. Wisst ihr, was sie da gesprochen hat? Sie hat da drauf gesprochen, dass sie mich über alles liebt, dass sie für mich vermisst und dass sie wieder eine Beziehung mit mir vorstellen könnte. Ich müsste mich halt nur ändern. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist der absolute Hammer. Ja. Die Polizei hat es dann so aufgenommen und ich habe gesagt, diese Sache wird eingestellt. Das ist ein Witz. Ich habe niemanden verletzt und ich habe auch niemanden irgendwie was, es ist nichts kaputt gegangen. Also da, wo die Auseinandersetzung war mit ihr, ja. Also ich war halt wütend. Ich habe halt gesagt, komm, wenn du meinst, dann machen wir halt einen Kampf, na, Frau gegen Frau. Ich habe sie quasi zum Kampf rausgefordert, na? Also weil ich halt auch wütend war. Aber sie ist ein Mannsweib. Also wenn ihr die sehen würdet, die ist groß, die ist größer als ich, na? Das ist ein Mannsweib, die hat auch immer prahlt mit ihrem Kampfsport und was sie da alles drauf hat und so. Und was ich halt im Nachhinein wahrscheinlich alles auch wieder gelogen war von ihr. Na? Und auf jeden Fall war natürlich nicht richtig, was ich gemacht habe. Aber dafür habe ich mich entschuldigt. Ich habe mich dann auch am nächsten Tag gleich bei ihr entschuldigt. Ja, dann sagt sie, sie will nochmal eine Beziehung mit mir. Sie liebt mich über alles. Ja, lässt aber Stand heute immer noch eine Anzeige gegen mich, eine Verleumdungsanzeige gegen mich laufen, wegen angeblich versuchter schwerer Körperverletzung, was ich begangen hätte. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das Krasse ist ja, dass ich, also das Krasse ist ja eigentlich, Schlimme ist eigentlich, dass ich die Frau immer nur liebe. Also es ist manchmal, und ihr würdet ja denken, ja, sag mal, Julia, bist du bekloppt oder so? Oder wie konntest du das auch mit der so lange aushalten? Ja. Und ich kann euch aber eins sagen, es gab Momente, wo sie bei mir übernachtet hat, wo sie normal getickt hat, wo sie lieb war. Ich habe jemanden gehabt zum Kuscheln. Liebe ist wirklich was Schönes. Du hast jemanden drum, na, die Skier da und Sessel haben wir kuschelt und im Bett und so weiter. Es war schön. Es war wirklich schön. Und müsst ihr vorstellen, also für mich halt die perfekte Frau, schüchtig, schön groß und so. Ein bisschen buschikos, na, also ein bisschen männlich, hat ja auch, die hat auch männliche Kleidung anzogen und so. Das ist ja das, was mir reizt auch. Und also war die perfekte Frau für mich, na? Wenn sie nicht gesponnen hat. Und natürlich war auch bei mir auch so ein bisschen die Schuldgefühle aus meinem früheren Leben. Also, dass sie dachte, bei mir, ich habe immer das Schuldgefühl, dass ich in meinem früheren Leben ein richtiges Arschloch war und dass ich jetzt büßen muss. Und dass ich eigentlich mit der M-Punkt, also quasi mit meiner Ex, diese Schuldgefühle auflösen muss, ja. Und dass ich vielleicht diese Herausforderung einfach annehmen muss und einfach bewältigen muss. Aber natürlich, irgendwann ist natürlich bei mir Ausschluss. Na? Irgendwann sage ich natürlich auch, jetzt tue ich nochmal bloß das untere Drittel rein, für die, wo jetzt das ein bisschen später, ja. Also irgendwann ist halt bei mir Ausschluss. Na? Weil bevor die Frau mein Leben ruiniert, na, muss ich mich trennen. Und ich habe mich jetzt nicht nur von meiner Ex getrennt, sondern auch von meinem angeblich, also wo ich gemeint habe, besten Freund. Und das war natürlich schon ein Tiefschlag, muss ich sagen. Ich war in einem tiefen Loch, muss ich sagen. Also ich habe monatelang keinen Alkohol mehr getrunken, dann habe ich wieder reingesoffen. Also das wäre jetzt auch wirklich, ich war dann auch war depressiv und alles, ne? Und dann kam plötzlich, und das war jetzt die freudige Nachricht, aber dazu mein extra Video, dass ich einen Verleger gefunden habe für meine Bücher. Ja, also der wurde beide Bücher, also Astragon, Spiel einer anderen Welt, sowie auch Unfreie Arbeit ist scheiße, staut sie voll, ich steige aus, das nimmt er jetzt auf jeden Fall schon mal der Verlag. Und das andere muss er sich noch angucken. Also, aber das denk, hat ihr gesagt, ihr macht auch Fantasy und so. Und ich finde ja sogar, das Fantasy-Buch ist ja fast noch besser wie das Unfreie Arbeit ist scheiße. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt mal die Geschichte von der toxischen Beziehung. Also es läuft immer noch eine Anzeige gegen mich wegen angeblich schwerer Körperverletzung. Vielleicht mache ich den dabei, vielleicht dann auch nochmal ein Video machen, euch da mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten
Ich mache weiter mein Ding, ich schreibe weiter meine Bücher, ich nehme weiter meine Hormone, nur nicht mehr so viel. Also Androcur habe ich abgesetzt, der Testo-Blocker, weil einfach die Libido ganz verloren geht und das ist halt ein bisschen schlecht, sag ich jetzt mal. Also ich möchte, dass die schon noch erhalten bleibt und weil ich da auch Freude dran habe, auf jeden Fall. Und deswegen nehme ich die Gynekatin, das sind also quasi die weiblichen Hormone, ja. Also das ist wirklich, wir leben in einer schwierigen Welt, muss man sagen, einer schwierigen Menschheit. Und es gibt sehr viele Besetzungen auch in der Menschheit, sehr viel Besessenheit. Also guckt euch auch mal die Videos vom Sananda, Geistheiler Sananda, der berichtet ja auch immer wieder, dass es Besetzungen gibt, einfach, dass ja auch negative Geistwesen, Reptos, Grauen, Archonten und so weiter. Und uns leben und anscheinend da wirklich Macht ausüben, ja. Also nach dem, was ich erlebt habe, kann ich das irgendwie schon ziemlich, sage ich mal, glauben, ja. Wobei ich mir voll vorsichtig bin mit festen Behauptungen, aber das kann man wirklich, wollen wir wirklich sagen, ja. Ansonsten, ich gehe immer freitags immer auf die Demos, also da könnt ihr auch nochmal ein Video machen. Weil ich bin quasi bei der Gegendemo, aber auch bei den Spaziergängern. Ich gucke mir mal beide Seiten an und versuche beide Seiten irgendwie zu verstehen. Ich finde auch die Spaltung der Gesellschaft finde ich irgendwie schade, weil jede Seite hat irgendwo ihre Wahrheit und von dem her, also bin ich da inzwischen, man kann sagen, mittendrin oder neutral, wenn man so will, ja. Aber neutral hört sich auch wieder blöd an, ne? Also ich sag mal so, dass ich die Positionen beider Seiten verstehen kann. Sag es mal so, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und ich gehe da immer so als neutrale Beobachterin auf die Querdenker-Demos, also beziehungsweise gegen die Spaziergänger und gegen Demos in dir auch, also an diesem Tag, wo dann beide Demos sind, ja? Okay. Also ich wünsche euch was, na, kommentiert kräftig, was ihr zu dem Thema meint. Also da gibt es ja noch viel zum Sagen und viel zu berichten, ja. Und das Krasse ist einfach, ich liebe diese Frau immer noch. Und es wäre schön, wie gesagt, wenn sie nicht so spinnen würde, wenn das weg wäre, wäre das einfach die perfekte Frau. Ich kann sie leider immer noch nicht vergessen. Es ist echt krass. Und ich habe selber vor mir Angst, dass ich wieder schwach werde. Es ist kein Witz, dass ich wieder schwach werde und sage, komm, Schatz, probieren wir es nochmal und so. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, in so einer Situation rechtzeitig jemand mit einschalten, also Paartherapeutin, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auf jeden Fall das Geld wert. Das sind vielleicht 60 Euro in der Stunde, aber das kann eure Beziehung retten. Also Paartherapeut würde ich euch in jedem Fall empfehlen, jetzt nach meiner Erfahrung. Okay. Also Leute, teilt das Video, kommentiert, na, gebt mir ein Abo und dann wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Glück in Beziehungen, ja. Glück bei der Liebe und ja, und bleibt gesund und macht es gut. Bis bald.